Andrea Krapsch von der DAA Nordrhein. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Physiotherapie. Richtig. Sind heute hier auf der Kölner Bildungsmesse. Ein Ausbildungsberuf? Fragezeichen. Ja, also die Physiotherapie ist definitiv ein Ausbildungsberuf. Und zwar ist es eine schulische Ausbildung, die mit einer praktischen Ausbildung gepaart ist. Also bei uns ist es so, wir haben mehrere Standorte, Standort Bonn und Gummersbach. Und ich bin in der Therapieschule in Gummersbach beschäftigt. Und bei uns sieht es so aus, dass die Schüler die ersten zwei Semester einen komplett theoretischen Unterricht haben, der zwar praktische Inhalte ebenfalls beinhaltet, aber ab dem dritten Semester die Schüler halt vormittags zur praktischen Arbeit in Kliniken, Praxen und Reha-Einrichtungen beschäftigt sind und nachmittags dann zum Unterricht bekommen und so halt zum Unterricht kommen und so halt ihre Ausbildung absolvieren. Was muss ich mitbringen? Also Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, direkt nach der Schule, geht das direkt nach der Schule oder muss ich schon was anderes mitbringen als Voraussetzung? Also grundsätzlich reicht der Realschulabschluss, also die Fachoberschulreife, wobei viele Schüler danach erst noch zum Beispiel das Fachabitur in Gesundheits- und Soziale machen und dann können sie aber direkt nach der Schule also kommen. Grundvoraussetzung ist nicht unbedingt ein Praktikum, aber gern gesehen, weil so kann man schon mal feststellen, ob man die Arbeit mit Menschen ja überhaupt mag, erstmal, ob man empathisch sein kann, ob man Interesse daran hat, auch mit dem Leid anderer Menschen umgehen zu können. Ne? Physiotherapie kann aber auch sehr positiv sein, wenn meine Schulter wehtut und die tut danach nicht mehr weh, dann ist der Patient ja oft dann sehr glücklicher. Wie sind denn so die Berufschancen danach? Also wir haben demografischen Wandel, mehr Menschen werden alt. Spielt das da auch eine Rolle? Ja, also es spielt eine Rolle. Der Patient selber wird deutlich älter. Wir haben mehr chronische Erkrankungen, viele Krankheiten, die früher zum Sterben den Patienten zum Sterben gebracht haben, das ist heute nicht mehr. Und somit wird natürlich das Patientenklientel deutlich älter, aber es sind eben auch sehr schnell und sehr früh junge Leute da, die zu uns kommen. Rückenkrankheiten zum Beispiel ist eine ganz große Geschichte, die also teilweise in der Schule schon losgeht. Und da ist natürlich auch die Begeisterung des Berufs. Ja? Man kann also mit seinen eigenen Händen viel Gutes tun und dem Patienten da tatsächlich zu Glück verhelfen. Man kann auch Fußballspieler, glaube ich, schneller machen. Ich hoffe. Ich glaube, die haben auch immer einen Physiotherapeuten. Die haben immer einen Physiotherapeuten und bei denen geht es immer sehr schnell am Spielrand. Sie haben völlig recht. Nein, aber die fangen natürlich ganz früh ganz viel ab. Wenn der Fußballspieler stürzt und zieht sich Prellung zu und ich habe sofort eine Maßnahme, dann kann ich natürlich schon eine ganze Menge abfangen. Ne? Was ist das Faszinierende am Beruf? Die Arbeit mit den Menschen, das Vielseitige, das eigenständig selbstgestaltete Arbeiten, die dankbaren Patienten, die Zeit, die ich vor allen Dingen mit den Patienten verbringen kann. Also in anderen Berufen ist es so, dass viel Zeit verloren geht, weil Pflegeschlüssel runtergesetzt werden oder kein Personal da ist, wie auch immer. Und somit bleibt die Zeit immer ein Faktor, gegen den alle arbeiten müssen. Und wir haben einfach für unseren Patienten mindestens 20 Minuten, oft aber eben auch eine halbe Stunde. Und da ist das Arbeiten natürlich sehr schön und auch sehr effektiv. Dankeschön. Bitteschön.